herzlichen Dank für die Einführung und danke, dass ich hier sprechen darf. Wer von Ihnen war letztes Jahr schon hier? Gut, ich hatte gehofft, es würde mich entbinden, in die Details zu gehen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Also insofern, wir werden einen Überblick jetzt hier bearbeiten können. Nachher ist wichtig, dass wir dieses Modell der schwedischen Rahmenverträge, über das ich sprechen werde, in der Diskussion halt ausloten, schauen, ob das überhaupt geht in der Schweiz und ob das, was ich jetzt hier präsentiere, auch sich erhärten lässt. Was ist der Grund für die Fragestellung? Ich habe hier in meinen Slides auf die AGB Bund verwiesen, aber eigentlich den Steilpass hat mir Herr Professor Mirach jetzt gerade gegeben, indem er gesagt hat, das schwedische Modell der Rahmenverträge beziehe sich auf das Outsourcing. Und jetzt, Sie sehen, das Open Sourcing und das Outsourcing, das ist die Befürchtung der Open Source Anbieter, dass es eben out sei, Open Source zu beschaffen. Und das ist das Problem. Jetzt geht es um die Frage, wie beschafft man Open Source? Es besteht eine gewisse Verunsicherung in diesen Themen. Ich habe die Verunsicherungen auf diesem Slide auch aufgeführt. Und zwar betreffen sie die Frage, wer steht dafür ein, dass die Software, die beschafft wurde, qualitativ gut ist, dass sie auch wirklich genutzt werden kann und nicht, dass plötzlich Drittrechte irgendwo im Konflikt stehen. Dass, wenn etwas passiert, der Richtige haftet, nämlich der, der den Schaden eigentlich verursacht hat. In der Open Source Thematik stellt sich dann eben die Frage, kann man für etwas haften, das man nicht selber erstellt hat, sondern das man nur als Drittkomponente eingebunden hat und dann weiterreicht? Urheberrechtsfrage, wem gehört das Ding am Schluss? Interessen, die der Auftraggeber für sich durchsetzen will. Und die Antwort aus Sicht der Open Source Anbieter ist, sehr häufig, ich beziehe kostengünstige Drittkomponenten ein und der Nutzen, der entsteht, kommt auch dem Auftraggeber zugute. Und insofern bin ich in der Lage, allein die Dienstleistung zu verkaufen und das müsste einen Einfluss auf den Preis haben, aber ich bin nicht bereit für Drittrisiken, die ich selber nicht kontrollieren kann, einzustehen. Und hier ist das Spannungsfeld. Und jetzt die AGB Bund schreiben vor in verschiedenen Bestimmungen, dass eben der Anbieter, der den Zuschlag erhält, er auch gerade steht für diese Themen, die ich aufgelistet habe, Rechtsgewährleistung, Sachgewährleistung, Haftung und die Urheberrechtsfrage. Und das scheint ein Widerspruch zu sein zu den AGB Bund. Die AGB Bund erlauben aber Flexibilität. Sie sagen, soweit in der Offertanfrage keine Abweichungen vorgesehen sind, gilt eben, was ich vorher gesagt habe. Abweichungen, welche Abweichungen könnten wir vorsehen? Standards gibt es hier für Open Source noch nicht oder nicht genügend Standards, die einer ausschreibenden Stelle oder dem Auftraggeber am Ende die Sicherheit gibt, dass er in den vier Punkten, die ich aufgelistet habe, eben nicht plötzlich Nachteile erfährt. Was könnte ein Lösungsansatz sein? Hier ist es fast schon im Rahmen eines Brainstormings ein Vorschlag, übernehmen wir doch das Modell, das in Schweden gelebt wird. Wie sieht das Modell, das in Schweden gelebt wird, aus? Die ausschreibende Stelle sagt, wir möchten einen Rahmen schaffen, wo Anbieter ausschließlich Open Source Software liefern. Ausschließlich Open Source Software. Für diesen Rahmen haben wir ein Vertragswerk erstellt und wir schreiben dieses Vertragswerk aus. Der Anbieter, der den Zuschlag bekommt, weiß, dass er anschließend unter diesem Rahmenvertrag auf Abruf liefern kann und die Behörde weiß, dass sie unter diesem Rahmen dann abrufen kann. Dieser Vertrag wird mehreren Anbietern zum Abschluss, also wird ausgeschrieben, sodass mehrere Anbieter diesen Rahmenvertrag abschließen können. Was ist die Folge? Die Behörde weiß, mit welchem Anbieter sie in einem sicheren Rahmen Open Source Software beziehen kann. Wieso ist das ein sicherer Rahmen?
Die Anbieter, die ausgewählt werden, müssen sich auf gewisse Bedingungen verpflichten. Sie müssen Zusicherungen abgeben und man staunt, dass in dem Rahmenvertragswerk Zusicherungen eben in Bezug auf die vier Punkte, die ich aufgelistet habe, diese Drittrisiken abgegeben werden müssen. Der Anbieter muss also gerade stehen, dass er für Drittkomponenten Gewährleistung, in eben die Rechtsgewährleistung, Sachgewährleistung, Haftungsfragen übernimmt. Diese Zusicherung muss er geben. Außerdem muss er zusichern, dass er ausschließlich Open Source Software liefern wird. Open Source Software, Computerprogramme, die unter einer Open Source Lizenz lizenziert sind. Wem ist der Begriff in dieser Form nicht geläufig? Muss ich hier noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was die Eigenschaften sind von Open Source Software? Vielleicht noch das: Open Source Software funktioniert ja an sich wie jedes Computerprogramm auch. Also was geliefert wird, ist halt einfach ein Computerprogramm, aber die Lizenzbedingungen sind anders. Sie sind so, dass sie die Wiederverwertung, also das Kopieren, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten des gelieferten Gegenstands ermöglichen. Diese Zusicherung muss der Anbieter geben, er muss die Gewährleistung aufrechterhalten, er muss Haftungszusicherungen machen, er muss zusichern, dass er besonders geeignet ist, Open-Source-Produkte anzubieten. Er muss Nachweise erbringen, dass er sich aktiv in einer Open-Source-Community beteiligt in Bezug auf die zur Ausschreibung gelangende Funktionalität. Und so will der schwedische Staat auch sicherstellen, dass letztlich, wo Open-Source draufsteht, auch Open-Source drin ist und das mit einer Zuverlässigkeit, einer gewissen voraussehbaren Zuverlässigkeit daherkommt. Wichtig, es gibt keinen Bezugszwang seitens der Behörde, aber ein Bezugsrecht für die ausgeschriebene Laufzeit. Die Laufzeit dieses Vertragswerks für die jeweiligen Anbieter beträgt 24 Monate, verlängerbar um weitere 24 Monate. Und was bedeutet das nun? Wir haben in Schweden die Möglichkeit, oder eine Behörde in Schweden hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden von vornherein: Ich möchte Software beschaffen, die eben den Open-Source-Anforderungen genügt, weil mir das gewisse Nutzungserwartungen verschafft, die mir helfen. Freie Vervielfältigung, Bearbeitung, Weiterverbreitung. Man muss sich das vorstellen wie einen, letztlich, er steht vor einem Haus mit zwei Eingängen, wenn man so will, und die ausschreibende Stelle wählt dann den Eingang, den Open-Source-Eingang oder den anderen Eingang. Wenn er den anderen wählt, beschafft er normal. Er beschafft nach den für ihn wichtigen Anforderungen ohne Einschränkung auf Open Source. Wenn er den Open Source Eingang wählt, hat er die Entscheidung gefällt: Ich möchte Open Source haben. Was ist die Folge dieses Modells? Die Folge ist, dass die ausschreibende Stelle die volle Wahl hat, ob jetzt Open Source beschafft werden soll. Die Folge ist, dass Angebote unter Open Source Lizenzen eine erhöhte Sicherheit bekommen und eine erhöhte Verlässlichkeit sowohl für die ausschreibende Stelle als auch für die Anbieter, die sich an diesem Rahmenvertrag beteiligen. Sie haben insofern eine erhöhte Erwartung, dass sie ihr Lizenzmodell tatsächlich an den Staat auch anbieten können, ohne dass irgendwelche, ich sage jetzt mal, diffusen Vorbehalte sie vom Angebot abhalten würden oder von einem Zuschlag dann ausschließen würden. Und wie läuft es in der Praxis? Die Anbieter, denen der Rahmenvertrag zugeschlagen wird, sind anschließend Vertragspartner. Nach Ablauf der Beschwerdefrist tritt der Rahmenvertrag dann in Kraft. Und der Rahmenvertrag selber ist nicht gebunden an ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Funktionserwartung, sondern es ist ausschließlich der Rahmen,
Es ist letztlich nur der Hauseingang, dieser mit Open Source bezeichnete Hauseingang. Das wird ausgeschrieben. Und wenn dann die Behörde sich entscheidet, dass sie unter diesem Rahmen Open Source Software beschaffen will, dann kommt es zu einer weiteren Verfahrensrunde. Diejenigen Anbieter, die den Zuschlag erhalten haben, müssen untereinander in Bezug auf die konkrete Funktionserwartung dann einen Kleinstwettbewerb, einen Wettbewerb im kleinen Kreis eben jener Anbieter durchführen. Das neue deutsche Wort dafür haben Sie mehrfach schon gehört, denke ich, im Rahmen dieser Veranstaltung. Das ist der sogenannte Mini-Tender, ein Konstrukt, das auf Ebene einer EU-Richtlinie so abgebildet ist. Das hat eine Bedeutung. Die EU hat einen Rahmen, einen gesetzlich oder eine rechtliche Grundlage geschaffen für diesen Ablauf. Erst Rahmenvertrag ausschreiben, anschließend im kleinen Kreis ausschreiben, ohne erneute formelle Ausschreibung, sondern im Rahmen dieser kleinen Gruppe von bereits den Anbietern, die den Zuschlag erhalten haben. Das vereinfacht die Auswahl, das vereinfacht am Schluss das Zuschlagsverfahren. Das ist der Rahmen in Schweden, sowohl besonderes Rahmenvertragskonstrukt oder dieses Konzept Rahmenvertrag verbunden mit der Grundlage in der EU-Richtlinie. Und wichtig ist, auf die Vorteile hinzuweisen, eben die Sicherheit, die die Verwaltung bekommt, soll ihr die Angst nehmen, diesen Weg zu beschreiten, damit eben Open nicht out ist. Vertragspartner ist bekannt, ist geprüft, Rechtsgewährleistung, Sachgewährleistung, Haftung ist zugesichert, Urheberrecht, es gibt zwei Optionen, die die ausschreibende Stelle wählen kann. Die Standardoption ist die, dass die beschaffende Stelle ein umfassendes Nutzungsrecht bekommt, aber nicht die Übertragung der Urheberrechte. Das ist das Standardmodell unter dem Rahmenvertragsmodell in Schweden. Und das bringt Sicherheit und fördert insofern die Möglichkeit, Open Source zu beschaffen. Um das geht es. Jetzt ist das machbar für die Schweiz. Die Schweiz kann genau gleich dieses Konzept anwenden. Ja, das Konzept basiert in Schweden maßgeblich auf dem Minitender. Sieht das schweizerische Recht einen Minitender vor? Nein, das ist ein Problem. Wenn nach Zuschlag des Rahmenvertrags drei Anbieter beispielsweise im Rennen sind, dann eine Funktion ausgeschrieben wird und jemandem zugeteilt wird, könnte man ja sagen, das ist eine Zuteilung ohne erneute Ausschreibung. Hier Beschwerderisiko. Meine Behauptung ist, und die müssen wir diskutieren, wenn ein Rahmenvertrag mit klar geregelten Abläufen ausgeschrieben wird, dann lässt sich dieses Risiko kontrollieren. Warum? Weil die Transparenz gewahrt ist, weil jedermann, der die Ausschreibung mitverfolgt, genau erkennen kann, nach welchen Regeln anschließend während einer beschränkten Dauer ausgeschrieben werden wird. Diese Behauptung müssen wir diskutieren im Anschluss und ich glaube, Herr Giege wird vielleicht auch noch darauf zurückkommen. Ganz wichtig, wenn ein Modell gewählt wird, das auf diesen Zusicherungen der Anbieter basiert, dann liegt der Ball letztlich bei den Anbietern. Und das kann man so machen. Ich möchte nachher mit Ihnen diskutieren, ob man das wirklich so machen muss. Das schwedische Modell tut es und spielt den Ball den Anbietern zu. Sie müssen sich gegen Risiken absichern oder sie versprechen Risiken, die sie tatsächlich nicht kontrollieren können. Wer Open Source einbindet, kennt die Lizenzgeber nicht immer oder sehr häufig kennt er sie nicht. Und er übernimmt damit ein offenes Haftungsrisiko und das muss in irgendeiner Form, das wirkt sich in irgendeiner Form kommerziell aus. Und diese Auswirkung führt oder könnte zu einer Preiserhöhung führen. Und hier geht es dann um die Frage, wie wird diese Preiserhöhung abgefedert? Müssen sich die Anbieter in einem Pool zusammenschließen? Müssen sie eine Versicherung abschließen? Was sind die Lösungen, um hier die Risiken abzufedern? Die Behauptung hier ist, es könnte natürlich auch die Beschaffungsstelle diese Risiken abfedern, genau gleich. Es ist ja eigentlich gleich, wer der Vertragspartner der Versicherung ist. Das möchte ich mit Ihnen diskutieren. Flankierende Maßnahmen sind insofern nötig, aber im Gegenzug entsteht Sicherheit. Und diese Sicherheit ist eben letztlich das Bedürfnis, knapp gesagt, eben nochmals danke für den Steilpass, Open soll nicht out sein. Das ist das Ziel.
Ich weise ganz kurz noch hin, was so Diskussionspunkte sein könnten und möchte dann und muss, glaube ich, dann auch schließen. Wir müssen über die Mindestanzahl der Anbieter sprechen. Minitender in der Schweiz, oder wollen wir einfach ein Rotationsprinzip machen? Einmal der, dann der zweite und der dritte, da kommt der erste wieder. Welche Mindestanforderungen muss der Rahmenvertrag nennen? Ich habe vorher schon gesagt, das Verfahren muss transparent sein. Gleichbehandlung muss gewährleistet sein. Gestaltungsmöglichkeiten, hier möchte ich auf diese Grafik hinweisen und Ihnen sagen, wenn Sie über Sachgewährleistung, über die Funktionsfähigkeit eines Programms reden, dann gibt es viele Wege, die für den Anbieter, für die ausschreibende Stelle zum gewünschten Resultat führen. Sei das nun, wenn Sie, jetzt muss ich schauen, auf der linken Seite ein proprietäres Modell fahren mit Sachgewährleistung etc. plus Wartung oder ganz auf der rechten Seite alles ausschließen, aber dann die Funktionserwartung über Wartungsverträge sicherstellen. Am Schluss können Sie einen identischen Service-Level herstellen. Und möglicherweise ist das, was die ausschreibende Stelle will. Auch das wird ein Input. Es ist, wenn Sie hier die rechte Säule sehen, die Community OSS, das ist nicht, was das schwedische Modell sagt. Das schwedische Modell stellt insofern Open Source mit proprietärer Software gleich. Ich glaube, das ist, was ich zur Anregung der Diskussion hier vorbringen möchte. Ich bin gespannt, was Herr Gigi dazu sagt und was vor allem Sie nachher sagen. Besten Dank.